Hallo zurück bei Salon Dark, wo ja, wir uns heute immer noch leicht eher am Rumkrebeln sind. Also wir kommen irgendwie nicht so ganz auf den grünen Ast, auf den ich gerne möchte. Draußen zieht sich gerade das Wetter sehr zusammen. Also hier im Real Life nicht. Hier scheint ausnahmsweise mal die Sonne, nachdem es die letzten Tage nur geregnet hat. Hat zwar ein bisschen zu meiner Stimmung gepasst, aber ist auch leicht anstrengend, ne? So, gerade wenn man zwischenzeitlich mehr wie im Regen stand. So, ich könnte jetzt auch noch überlegen, die Zeit mal zu nutzen, währenddessen es schlechtes Wetter draußen ist, hier die Sachen auseinanderzunehmen. Was hattet ihr denn davon? Wir brauchen das Zeug nämlich. Tatsächlich. Der schöne Schaukelstuhl. Ja. Für etwaige Sachen, die bald kommen werden. Na, nein, 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 nicht so, nicht so. Wo wir dann schnell mal. Ich hoffe, wir können da auch ein. Ich muss doch dran denken, wenn ich die Hütte dahin baue, dass ich da auch hoffentlich irgendwo ein Feuer hinsetzen kann. Das ist ja mal das Problemchen. Dass man noch aus der Hütte heraus. Wie geht's in der Axt? 85% geht ja noch. Ich schleppe auch die ganze Zeit diesen Schleifstein mit. Wie viele von diesen Schleifsteinen habe ich hänge? Haben wir denn eigentlich noch? Ein. Okay. Okay. Sind zwar müde, aber ich mache einfach mal weiter. Hier kriegen wir sogar noch Stoff dazu. Na, guck mal einer an. Und den Stuhl nehme ich noch. So, dann ist es hier wieder. Oh Gott, stockdunkel. Annika sieht wieder nicht so viel. Schon gar nicht. Bei Gegenlicht. So. Hatte ich hier nicht mal mehr Stöcker drin? Waren hier nicht schon 60 drin? Was ist denn da los? Habe ich welche rausgenommen? Auf jeden Fall kommt das alles da rein. Ich hoffe, dass. Oh, 40 Kilo. Na, also das. Das sollte funktionieren. Jetzt haben wir 18 Altholz. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das Buch muss man weiterlesen. Wir müssen langsam wieder. Ich glaube, wir müssen langsam wieder ein Reh erlegen. Und ich freue mich übrigens sehr, dass ich euch ein wenig. ein wenig Ideenreichtum bringen oder übermitteln konnte, indem ich das Reh so nach vorne gepusht habe. Ne? Ich weiß auch nicht, das ist. Ja, keine Ahnung. Das war, glaube ich, durch die Aktion mit dem Bär, wo ich mir dachte, Mensch, ey, ist ja eigentlich immer. Es wäre mega praktisch, wenn die Tiere einfach mal da sterben würden, wo man halt selbst ist. Und dann hatte ich das im Reh immer noch im Kopf und dachte mir, oder war das mit dem Reh vorher? Ich weiß, nee, das war mit dem Reh, war doch vorher, ne? Vor dem Bär. Ich keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Alter Schwede. Das ist aber auch ein merkwürdiges Wetter. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe mit dem Reh. Ich habe es einfach gemacht und dachte mir, hey, passt schon. Na, hallo? Ich muss gucken, ob da irgendwo ein Feuer hinpasst. Was ist denn das für ein Wetter? Das ist ja super merkwürdig, ne? Ist halt so. Es wird halt dunkel, aber es ist halt neblig. Na, dann essen wir mal ein bisschen Fleisch. Trinken was. Ach, wir müssten eigentlich schon wieder kochen. Wir müssten schon wieder was kochen. Aber das mache ich, wenn wir ausgeschlafen haben. Wartet, ich muss mich. Hier ist der Schrank. Okay, dann kann ich hier lang gehen. Und dann ist. Okay. Hier ist der andere Raum. Hier müsste. Ist tatsächlich die Treppe. Oder auch nicht. Ist hier die. Lampenöl. Oh Gott, ja, hier ist total die Treppe. Das ist ein Quatsch. Okay, die Lampe ist bald aus. Ist natürlich schade. Bräuchten vielleicht mal ein paar Fische oder eher Lampenöl. Eins von beiden. So, dann schlafe ich mal.
Wenn wir fertig sind mit Schlafen, koche ich nochmal. Wir haben jetzt ja ein bisschen Altholz gesammelt. Für Wasser und die restlichen Tee ist und 20 Tage. Und es sieht immer so wenig aus, obwohl es noch wirklich gut Kalorien sind. Um den Esseskill hochzuleveln und dann ich. Wollen wir nochmal aufs offene Feld da bei der Scheune gehen? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da was total übersehen hätten. So, Bett. I'm gonna need to eat soon. Jetzt hänge ich hier am Häuschen fest. Nee, Spawn hat sich auch nicht verlassen. Gerade nicht. Ich möchte gerne Altholz rausnehmen. Genau. Erstmal 6 Stück. Danke. Und dann bräuchte ich nochmal diese. Man, I could Und use a nein, das drink. nicht. Wir haben auch noch wirklich kaum Kräutertee gefunden. Das ist wirklich blöd. So, na dann. Machen wir mal ein wenig Feuer. So. Abeta. Machen die restlichen Teesachen, ja, und dann muss wirklich gucken, wo wir hinlaufen. Come on, little fire. Wo wir eigentlich müssten wir mal irgendwo hinlaufen, wo es sich wirklich lohnt. Lohnen würde sich es wirklich in diesen Höhenabschnitt und dann mal kurz beim Rätselsee einen Abstecher zu machen in den Staudamm. Müssen wir halt auf Fluffy aufpassen. Oh, was? Achso, jetzt brennt es ja schon was länger. Weil wir ja schon geskillt haben. Das Pleasant Valley ist jetzt ja nicht so ergiebig vom Loot her. So, machen wir erstmal so. Wird schon passen. Ja, wo gehen wir hin? Das ist eine gute Frage, wirklich. Ich könnte doch nochmal versuchen, vielleicht den Bär zu finden, aber hab ein wenig Angst um uns. Okay. Ich hätte gedacht, dass wir so viel Tee rausbekommen. Okay, jetzt ist der Diagobutton dran. Dafür bräuchte ich ja nochmal Wasser. Ich glaube, ich muss dann nochmal Wasser machen. Oh. Ich bräuchte erstmal Feuer, glaube ich. Huch. So. Und dann das ganze Zeug vom Rätselsee wieder hierher zu schleppen, ist auch. Könnte auch sehr witzig werden. Ist ja zum Glück ist es ja kein Kletterpart dazwischen. Also nichts, wo ich mich aufregen könnte drüber. Jetzt haben wir Durst. Getting weak. Anna, übertreibe doch nicht immer gleich so. Glaube mir, noch habe ich die Sache hier unter Kontrolle. Noch. So, okay, alles klar. Mit dem Rest machen wir uns nochmal Wasser. Draußen höre ich schon. Oh. Oh, oh, oh. Ihr müsstet mich noch hören und sehen, hoffentlich. Ich hoffe. Also noch läuft. Ja, The Long Dark Exe funktioniert gerade nicht mehr. Das ist sehr lustig. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, wieder da und ihr seht, das ist unser letzter Speicherpunkt, nämlich der, nachdem wir geschlafen haben. Wir dürfen jetzt nochmal alles machen, was das Kochen und so angeht. Es tut mir wirklich leid, aber das ist leider das Speichersystem von The Long Dark, das speichert so. Und ja, ich muss sagen, ich hatte in meiner ganzen Long Dark-Zeit noch nie diesen, also mir ist Long Dark noch nie abgestürzt, noch nie. Das ist gerade das allererste Mal gewesen. Sehr merkwürdig, aber ja. Gut.
solange meine Aufnahme dadurch nicht zerstört wird, ist das alles. I would drink almost anything. Ist das jetzt nicht so schlimm, was ich jetzt mal mache, bevor... Ja, ne? So ist das. Was passiert. In manchen Spielen habe ich das wirklich super oft, dass die gerne einfach mal abstürzen. Bei So Long Dark noch nie. Seltsam. So, jetzt machen wir erstmal wieder Feuer. Und müssen von vorne die Pilze vergessen, glaube ich. Und die Hagebutten, die muss ich noch rausholen aus dem Kühlschrank. Oh oh. Ja, das habe ich jetzt vielleicht gerade kurz aus dem Konzept gebracht, aber gut. Wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Steam ist heute auch wirklich sehr zickig, aber holla die Waldfee. Schrecklich. Was ist los, Steam? Steam, möchtest du mit uns reden? Möchtest du uns irgendwas sagen? So, und eigentlich? Genau. Und umlagern. Und dann gehen wir jetzt zum gemütlichen Feuer über. Und machen uns erstmal Wasser. Dass wir überhaupt den Tee kochen können. Ging es aber flott. Ach je, ach je, ach je. So. Es ist auch, wenn ich gerade so draußen... Nee, von draußen scheint gerade wieder so unglaublich die Sonne rein. Mit Sommer ist nicht viel, hä? Also die Tage, wo Sommer war, war ich krank. Ich konnte... paar Sommertage, die da waren, nicht genießen. Und jetzt ist irgendwie... Ja, jetzt hat so... Ja, es hat halt nur geregnet und, jetzt sind halt so knapp so über 20 Grad, aber unter 25 Grad ist ja... Kann ja auch... Verdammt! Verdammt! Ich hab... Oh Gott, ja, Concentration... Hat keiner gesehen, keiner hat es mitbekommen. Alles gut. Nein, nein, ihr habt das gerade nicht mitbekommen. Ja, was ich sagen wollte, ja, und ist irgendwie aber auch irgendwie nicht so geil, ne? Ich muss aber sagen, dass mich das gar nicht so sehr aufregt, da ich... Come on, little fire. Wenn wir in Amerika sind, dann... Da herrschen... Oh Gott, bleib ruhig, bleib ruhig. Da herrschen noch ein paar andere Temperaturen, gerade in Vegas. Von daher, ich... werde meine Warmtemperatur noch bekommen. Obwohl von mir aus kann es jetzt auch erstmal so bleiben, ist dann das bald Weihnachten. Ich freue mich sehr. Also wenn der Sommer nicht will, dann will er nicht, dann kann es so gleich Weihnachten sein. Oder halt Winter. Ach, Weihnachten. Oh Gott. Schön. Ja, jetzt bleiben wir mal ruhig hier. Ich kann mich nicht konzentrieren, Anna, wenn du mir hier durch den Äther sabbelst. Also bleibe ruhig. Ich muss mich konzentrieren. So, jetzt aber. Upsala. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Waren wir beim Wasserkochen stehen geblieben? Ja, wir haben nicht trinkbar. Okay, dann kochen wir das jetzt mal ab. Super. So, davon trinke ich erstmal selber was. So hungry. Und dann müssen wir uns immer noch... Okay, hat das von besser geklappt mit dem Kochen. So, und jetzt sind die Hagebutten dran. Super. Ich hoffe, das hängt sich nicht gleich wieder auf. Das wäre schrecklich. Dann können wir nie wieder Hagebuttentee kochen. Und nochmal. Ach ja, okay. Dann halt nicht. Ich glaube, ich sollte nochmal kurz Altholz holen. Nein, hier bin ich. Hier ist falsch. Eins sollte reichen. Wir sind mal sparsam. So.
Oh. Was tue ich denn? Was mache ich denn? Warum hat das von... Es hat vor 2 Minuten doch super gut geklappt. Warum bin ich jetzt so unkonzentriert? Was ist denn los? Was soll das denn? Ich bin zurzeit wirklich nicht so... Manchmal nicht so ganz da. Es... Sorry. Das ist schrecklich. So. Dann geht's endlich weiter mit dem Hagebuttentee. Jetzt aber hier. Volle Kanne voraus. Okay, haben wir alles durch? Sehr schön, dann nutze ich trotzdem noch die restliche Zeit, um Wasser zu machen. Dann ist immer dieses leidige Thema. Wasser kochen weg ist. So. Haben wir das. Ist erstmal abgeschlossen und das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich bin sehr glücklich. Perfekt. Dann, Moment, das sind alles Tees, die hier hereingehören. Deswegen sind sie auch hier drin. Ihr passt nichts mehr rein, das ist kacke. Dann packe ich die Tees mal doch woanders rein. Das Geräusch ist auch herrlich. This pack is getting kind of heavy. So. Und packe die... passen die hier mit rein? Oh Gott, wie viel Tee. Wie ich mich kenne, verbrauchen wir das sowieso nie. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt im Gepäck? Davon könnten wir doch etwas ablegen. Das brauchen wir nicht alles. So, umladen. Sehr schön. Das haut alles so hin. Was Neues zu essen wäre gar nicht so unnett. Aber... Wie steht's denn um unsere... Vielleicht sollten wir doch mal Socken reparieren. Was macht denn das... Was ist denn mit dem Wetter da draußen los, hä? Socken sollten wir vielleicht reparieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir vorher aufgenommen haben. Oh. Das ist wirklich gutes Wetter, ne? So. Einigermaßen. Wollen wir eine Runde losmarschieren? Esse ich ein Stück Fleisch und dann marschieren wir los. Obwohl, mit Hagebutten und ein paar anderen Sachen im Pack sollte ich vielleicht nicht losmarschieren. Hier kommen die Hagebutten rein. Moment. Und den Stoff brauche ich gerade auch nicht. Sagte sie, dann wurde sie vom Wolf angegriffen und verlor ihre Socken. So. 26 Kilo. Alter, wir müssen... Ich sollte aufhören immer... Mich stört es ungemein, dass ich dort Alter sage. Das ist irgendwie eine sehr blöde Angewohnheit von mir. Eisen. Ich weiß nicht. Wir müssen halt auf die Rehhaut hier warten, dass die trocknet. Dann werden wir ein bisschen was los. Nicht so viel, aber wir müssen ein bisschen. Jetzt mal hier rein. Aber da ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel wir beim letzten Part aufgenommen haben, beende ich jetzt erstmal den Part. Vielleicht ist der kürzer, vielleicht ist der genau so lang, wie ich das gerne möchte. Länger bestimmt nicht. Aber ich bin gerade halt ein bisschen irritiert davon, dass The Long Dark abgestürzt ist. Und ich muss auch mal gucken, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich habe kein Gefühl dafür. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und mal gucken, was ich mache. Also entweder gehe ich mal da ein bisschen übers Feld. Oder ich gucke doch nochmal nach dem Bär. Oder gehe mal die Straße lang. Ich schaue mal, was ich mache. Da hinten ist auch noch ein Auto. Und was werde ich machen, denke ich mal. Damit danke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Bis dann. Tschüss.